guten Morgen, meine Lieben. Heute ist so einer dieser Tage, wo ich einfach so müde bin. Ja. Boah, ich bin es eigentlich nicht so gewohnt, dass die Luisa mich nicht schlafen lässt, weil die Luisa durchschläft seit sehr lange, also fast von Anfang an. Und würde ich denn sagen, also sie hat eigentlich schon durchgeschlafen, aber sie ist ziemlich spät eingeschlafen und war so müde. Sie wollte noch ganz lange trinken und währenddessen ist sie, wollte sie die ganze Zeit halt trinken. Hm? So, auf jeden Fall sind die anderen Kinder schon los. Ich bin einmal schon kurz aufgewacht, habe die zwei für die Kinder Jause gemacht und dann habe ich mich nochmal hingelegt. Ja, so ist das. Meinte ich mal. Und jetzt fahre ich die Lara in den Kindergarten. Lara, bist du müde? Nein. Ist die Mama müde? Nein. Ja? Mama? Ja? Ich bin ein Turnsaal. Du hast einen Turnsaal, ja? Ein Turnsaal. So, ein Turnsaal. Oh nee, wenn die Glocke angeht von der Kirche. Ja, es geht noch. Automatischer Türöffner, komm. So, rein mit uns. Ich sag's euch, meine Lieben, viel habe ich nicht geschafft. Also, wie ihr seht, ist die Luisa wach. Wir müssen jetzt auch schon gleich los, die Lara zu holen. Ich bin ja nur in meinem Homeoffice, also Bed Office kann man es auch nennen, gesessen. Ein halbes Video habe ich geschnitten. Habe dafür aber einige E-Mails beantwortet, was mir relativ wichtig war. Und ich muss noch viele E-Mails beantworten. Und ich komme schon langsam nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall, ich muss mein kuscheliges Homeoffice verlassen, weil wir müssen... Also mein Bed Office, nicht Home. Home ist sowieso immer schon. Aber mein kuscheliges Bed Office. Die Lisa guckt. Holen wir die Lara? Ja, wir müssen nämlich die Lara und die Michelle holen. Deswegen mache ich mich jetzt auf die Schuppen. Also wir zwei. Oder mein Gott? So, meine Lieben, ich bin schon wieder daheim und die Mädels sind abgeholt und ich bin gerade am Kochen. Also ich möchte jetzt Kaiserschmarrn machen. Also ich hätte so richtig Lust da drauf. Für die Mädels habe ich jetzt ganz auf die Schnelle solche, wie heißen die, Nougat-Knödel gemacht und ich werde jetzt Kaiserschmarrn für mich, für Patrick und für Baba dann machen. Ja, ich bin so eine, die gerne süß, eine süße Haupt, also was Süßes zum Mittag ist, kennt ihr das? Also ich esse das oft gerne. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch wirklich mit der Stillzeit zusammen, weil seitdem ich die, also seit der Stillzeit, also seitdem die Luisa auf der Welt ist, esse ich so gerne Schokolade. Schokolade und Süßes und so, ja, sorry. Ich weiß nicht, also Bikini-Figur, also ich, man sagt so, jede Figur ist eine Bikini-Figur, niemand sagt, was richtig und falsch ist. Also von dem her, who cares? Ja, also jetzt, abgesehen von der Bikini-Figur, mache ich jetzt den Kaiserschmarrn. Ich habe hier die Eier, das sind alles Enteneier, wie ihr sehen könnt. Viele haben mich gefragt, ob man die Eier essen kann. Ja, man kann die ganz normal essen, die schauen ganz normal aus. Zucker, Milch, nochmal Milch. Butter, aber ich habe eine angefangene Butter. Wo habe ich die denn jetzt hingestellt? Also, ja genau, dahinter Mehl und meine Waage habe ich hier. Dazu möchte ich also Apfelmus geben, den habe ich jetzt gekauft. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange mal an. Ne? So, meine Lieben, wie ihr seht, die Eier habe ich jetzt zu Schnee geschlagen. Nur muss ich euch gestehen, ich habe jetzt doch Hühnereier genommen, weil ich mich daran erinnert habe, dass Enteneier... dass das nicht so gut geht mit Enteneiern. Also ich habe es schon ein paar Mal probiert und leider wird das nie so perfekt. Deswegen ja, habe ich nochmal umgeswitcht auf, wie man sehen kann, Hühnereier. Also man erkennt die Hühnereier daran, dass sie ein bisschen gelber sind. Zumindest bei uns, dunkler halt. Und kleiner, auf jeden Fall. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall mal schnell weiter. Ich muss das hier umschütten. Und das Ganze, wie ihr seht, einarmig, weil die Luisa weint und sie will bei Mama sein, oder? Wie ihr seht, habe ich da jetzt schon angefangen, ihn zu backen in der Pfanne. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte reingemacht. Ich habe auch noch ein bisschen ausgepotzt. Ich kann leider nichts machen. Ich habe mir gedacht, ich mache es lieber so halbart, also halb-halb, weil sonst ja, wird das vielleicht nichts. Und ich mache ihn dann auch noch in den Ofen. Mal. Alles einhändig ist nicht so einfach. Mal aufpassen, dass es nicht spritzt. Ja. Naja, es geht, sag ich mal. Hey, das ist jetzt keine Perfektion.
keine Perfektionsarbeit, aber es geht, oder? So, mein Kaiserschmarrn ist fertig. Ich habe ihn schon angerichtet mit Apfelmus. Der Patrick ist auch schon von der Schule daheim. Der hat dort sein Essen, ist jetzt nur kurz weg. Und das ist das, was übrig geblieben ist. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen wie Eierspeis aus, weil die Eier so gelb sind, finde ich irgendwie. Leider hatte ich keine Rosinen, aber naja. So, ich werde das jetzt essen und ich habe natürlich immer noch die Luisa im Arm. Wie sonst? Grüß euch. Ey, meine Lieben, mir ist gerade so was richtig Dummes passiert. Wir sind nämlich gerade mit der Sophie eine Runde Gassi und ich habe gerade die Leine fallen lassen. Sie ist mir aus der Hand sehr zu stark angezogen und jetzt habe ich sie verloren. Und jetzt kann ich sie nicht einfangen. Jetzt läuft sie da wie eine Verrückte rum und Schatzi, da. Ich habe die Leine fallen lassen, jetzt läuft sie wie eine Irre. Ja, aber da kann sie kaum mehr fangen. Geh. Ja, ich soll sie fangen? Sophie! Ich warte auf dich, Schatzi. Ah. Hey! Wenn ich alleine schneller kann. Du kannst alleine schneller? Ja. Oh. Schatz, einfach fest angezogen und dann blum. Ja, aber sie wird diese Nachrichten bleiben. Ist so? Ja. Sophie! Ich bin gerade bei dir, dann kannst du mir die Luisa geben. Und ein bisschen Sport. Na geh, Schatzi! Du musst sie fangen. Ja, sie wartet auf uns. Vielleicht bleibt sie ja. Bleib da, Dora, fahrige Hund. Wir bleiben. Jetzt? Ah, wer hat gewonnen? Das war lustig. Ich habe einen dicken Bauch. Das war lustig. Ich habe einen dicken Bauch, hast du nicht gesehen? Ich habe Tränen gelacht. Das war du kommst nicht mehr mit mir. Ich will nicht keinen Kuss. Wenn die Mama sagt, sie geht mit in den Wald, dass sie. Die Sophie ist ausgebaut, ja. Die wird halt wie ein Baby schlafen und der Papa auch. Das glaube ich nicht. Ja. Du musst mitlaufen, Papa, komm. Genau. Der Papa verliert seine Hose. Schneller! Lauf dem Papa nach! Schau dir die Sophie! Boah! Pass auf! Du hast Bock auf Laufen, Papa! Ha, ha! Toll! 1, 2, 3, los! Siehst du, mit der Sophie kommst du auch ein bisschen zum Sport. Oh Mann, das war jetzt so lustig. 1, 2, los! Geh mal runter zum Wasser. Mit Bauch ist nicht so einfach. Nee, oh, du Armer. Geh mal runter zum Wasser, Lara. Das Fahrrad musst du da lassen. Wir lassen nicht dahin weg, vielleicht kommt ein Traktor und dann ist Matsch. Stimmt, der Papa denkt mich. Lara, bitte gib dem Papa die Hand, nicht hier da mitten. Warte, gib mir die Hand, Lara. Mit Luisa und Lara. Und schlapfen. Ja. Super, die Lara rutscht schon. Und Kamera natürlich. Ja, Luisa. Ja, Luisa. Papa? Weiß ich nicht, was macht sie drüben? Die Luisa ist auch im Wald, oder Luisa? Und Sophie mag nur im hohen Gras Pipi und Kaka machen, oder? Sie mag nur im hohen Gras kacken, gell? So war die Sheila früher auch als kleinerer Hund. Als jüngerer Hund, sorry. Also? Leider gibt's im Club. Mama. Du auch? Machst du auch im Wald Baby machen?
Ich war noch nie da unten. Immer. Da unten? Da, was? In der Nacht? Sie muss Bibi machen. Kannst du dich mal halten, bitte? Jetzt halte ich sie weg. Sophie, hier bleiben. Super. Du musst sie halten, weil sie wird schon narrisch. Hier riecht es nach Bärlauch, oder? Ja, ich bringe mal. Sie ist ein Barhund. Oh. Joi. Sie mag Wasser, gell? Sie ist eine Wasserratte. Sophie! Ciao. Oh. Sie beißt einfach irgendwas, was so ist, oder? Schau, wie sie buddelt. Sie ist eine Hunde. Ah. Was süß! Hast du bei den Enten gesehen? Wahrscheinlich. Ich glaube, da haben wir ein Problem. Das mit dem Busch ist ein bisschen blöd, oder? Geh ein bisschen weiter da. Oh, darf ich nicht ins Wasser? Du darfst nicht ins Wasser, nee? Nein. Sie mag so budeln, oder? Wenn es nass ist. Puh, nass schon. Sophie? Ein nasser Hund. Deswegen war sie heute so nass auf den Pfoten. Wart ihr da unten in der Früh? Ich komme immer hier. Na super. Ich habe mich schon gewundert, warum sie so nass ist. What's this bitte? Wer hat jetzt? Na gut, lass. Da geht der drum, ich schaffe mal wieder dabei, ne? Ich habe Angst, wenn sie nicht mehr zurückkommt. Weil wenn sie nass ist, dann wird sie narrisch und läuft und läuft und kann keiner fangen. Glaubst du nicht, dass sie so automatisch zu uns nach Hause kommt? Mein Gott! Ich sehe aus! Wie schaust du denn aus? Wie schaust du denn aus? Sie ist ja richtig nass jetzt. Mega toll, ja? Finde ich ganz gut. Und jetzt kommt sie und schmeißt sie sich in unser Bett hinein, oder? In meine sicher nicht. Naja. Hey, meine Lieben, ich wollte mich jetzt nur von euch verabschieden. Wir sind nach dem Waldspaziergang einfach nach Hause gekommen. Ich bin in die Badewanne gestiegen. Wie man vielleicht meinen Haaren erkennen kann, habe ich sie Luft trocknen lassen. Das schaut dann so aus. Ja, egal, was ich denn sagen wollte. Danach konnte ich nicht mehr vloggen. Die Luisa war so unruhig. Die wollte wirklich nur an meiner, ihr wisst schon was, hängen. An meiner Brust natürlich wollte sie hängen. Und ja, da ist Vloggen halt nicht so schön. Ich habe irgendwie ein Brot gegessen, weil ich so hungrig war. Sie hat mir heute nicht so wirklich viel machen lassen. Sie ist jetzt seit gestern Abend die ganze Zeit an mir gehangen. Also an der Brust, sag ich mal. Und ich weiß nicht, ich glaube, es kommt ein Zahn, weil sie sabbert extrem. Und zudem kommt dazu, dass sie halt alles beißt. Sie beißt sogar sich selbst auf den Finger und weint dann. Ja, das macht sie. Also sie beißt einfach alles, was sie erwischen kann. Ich gebe ihr einen Beißring, ich gebe ihr auch meinen Finger. Und ab und zu erwischt sie ihren eigenen und dann heult sie los, weil sie beißt wirklich fest zu. Ab und zu merke ich das auch an der Brust. Ich glaube, da kommt bald ein Zahn raus. Deswegen ist sie ein bisschen unruhig. Sie schläft jetzt aber aktuell. Aktuell schlafen alle. Es ist auch aktuell 3:45, also 0:45. Ich habe jetzt noch ein bisschen mit Anna Birdie auf Instagram hin und her geschickt. Instagram, auf WhatsApp, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und jetzt wollte ich mich vom Vlog verabschieden und ins Bett gehen und die Sophie kaut irgendwas. Ich höre das. Lassen wir uns mal. Hast du den Stift gestohlen? Darf ich bitte diesen Stift haben? Aus. Sophie. Den habe ich ihr Freund schon weggenommen. Bist du ein schlimmes Mädchen? Den werde ich jetzt gleich entsorgen. Den Stift. Ja, die liebe Sophie hat jetzt ein neues Kauobjekt gefunden. Jetzt gehe ich aber wirklich ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.